Hallo. Ja, ich stehe hier und werde etwas konsumieren. Wahnsinn, oder? Was essen, wie man auch lesen konnte und auch im Bild schon gesehen hat. Und zwar ganz was Spektakuläres, was ich schon lange nicht mehr hatte. Naja, gelogen. Aber ich habe es hier schon gehabt. Heute gibt es aber diese Variante davon. Ich hoffe, dass ich jetzt ein Standbild nehmen kann, wo es nicht verwackelt ist, weil irgendwie bin ich heute nicht mehr so ganz standfest scheinbar. Das ist eine Rittersport. Bunte Vielfalt. Die Buenos Dias. Weiße Mango-Maracuja. Es gab, wer vor ein paar Monaten wird es gewesen sein, inzwischen gleich. Ich habe mal schon eine gehabt, das war die Konnichiwa. Mit Kirsche irgendwas. Also, das ist offensichtlich die gleiche Sippe. Man nimmt einen Gruß aus einem anderen Land. Das ist offensichtlich, würde ich sagen, argentinisch. Moment, argentinisch gibt es nicht. Was sprechen die da? Spanisch oder Portugiesisch? Nee, Argentinisch ist Spanisch gleich, oder? Egal, jedenfalls ein Gruß. Und das halt mit jo, dem hier. Dann wollen wir mal. Quadratisch praktisch gut, ja, kennen wir ja alles. Rittersport kann man schon essen und so. Und also ich kann mich erinnern, dass ich die Konnichiwa nicht so super geil fand. Warum weiß ich nicht mehr. Das hier ist aber schon mal Potenzial, weil weiß. Das wird jetzt auf jeden Fall wieder richtig süß sein. Und Mango-Maracuja könnte interessant sein. Also, weiße Schokolade gefüllt mit Mango-Maracuja-Creme. 47% und Mango-Maracuja-Crisp 1%. Ach, Crisp ist auch drin. Werden wir sehen. Mit Zucker, Palmfett, Vollmilchpulver, Kakao, Butter, Laktose, Butterreinfett. Magermilchpulver, Maltodextrin, Mangomarkkonzentrat 1%, Maracuja-Saftkonzentrat 1%, Emulgator-Gedönsens, Zitronensaftkonzentrat, Mango 0,1%, zertifiziert nachhaltig und so weiter und so fort. Ja, bla bla bla. 37 Kalorien auf 100 Gramm. Jo, passt schon. Wie viel ist so eine Tafel eigentlich? 100 Gramm. Okay, 100 Gramm. Dann schauen wir sie uns doch mal an. Quadratisch praktisch gut, knacks offen. Ich habe sie im Kühlschrank gehabt, aber ein bisschen vorgewärmt, dass sich ein bisschen bequemer essen lässt für mich. Oh, war vielleicht fast schon ein bisschen viel, weil die bröselt statt splittert mehr. Gut, nehmen wir uns einen Viererblock raus. Finde ich praktischer wie ein Riegel. Wie einen, wie nennt man es, ein Tetris-Stein. Nee. Was ist die Viererreihe bei Tetris? Vergessen. Ja, gut. Hier, also jedenfalls sieht so aus, wie man sieht. Weiße Schokolade. Machen wir nochmal einen Blick auf. Und die Cremefüllung sieht eigentlich auf den ersten Blick. Man erkennt nicht viel. Ich stelle gerade fest, dass hier ein bisschen überbelichtet ist. Ja, besser wie unterbelichtet. Ja, der war wieder super, oder? Großartig. Also, probieren wir sie. Ja, den Crunch merkt man ein bisschen. Crisp, besser gesagt. Ja, man, also, er wirkt fruchtig. Ja, vom Mango Maracuja merke ich jetzt nicht so allzu viel, aber fruchtig ist es. Was mir gerade ein bisschen überrascht ist, dass die weiße Schokolade gar nicht mal so süß ist, wie ich es jetzt vermutet hätte. Da langen die Milkers ein bisschen mehr zu. Ja, also man schmeckt schon anders wie eine normale weiße Schokolade durch die Cremefüllung. Aber wer sich jetzt hier den Obstflash erwartet, ich glaube, der ist da falsch, an der falschen Adresse. Also vielleicht besser einen Joghurt essen. Also ich glaube mich, wie gesagt, zu erinnern, dass mich die Konnichiwa nicht so fasziniert hat. Oder sagen wir besser begeistert hat. Faszinieren tut ich die hier auch nicht.
Aber es schmeckt ganz ordentlich. Also wenn man mehrere Stücke isst, dann merkt man, glaube ich, dann bilde ich mir ein, dann merke ich jetzt die Frucht schon deutlich, ja? Die Früchte. Aber wie gesagt, was mich auch fasziniert, ist eben, dass die weiße Schokolade nicht so sehr süß dominiert, wie man es denken könnte. Also man merkt es schon, aber nicht so krass. Muss man es jetzt unbedingt haben? Ich würde sagen, nee. Aber die kann man ganz gut nebenbei essen. Wie man sieht, jetzt mal hier Schluss und gebe mich zurückhaltend. Ich muss ja nicht alles auf einmal wegfressen. Und kann sagen, ja, also ist schon okay. Haben wir hier. So sieht das aus, das Ganze. Vom Design her finde ich es jetzt auch nicht so super sexy. Kolibri, Kehl, Pflanzen, Orange halt, ne? Aber, ja, also, ein bisschen süß ist es schon alles. Hinten nach sollte man vielleicht schon einen Schluck trinken, damit es wieder ein bisschen weggespült wird. Aber insgesamt, ja, ist ganz gut. Kann man essen, aber ja, keine Sensation, aber schon ganz gut und süß. Und ja, damit bis nächstes Mal. Tschüss.